Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sniper Ghost Story 3. Ich habe das Gebiet schon mal erkundet gehabt und dann ist mein OBS abgestürzt. Dann konnte ich erstmal schön den Kontrollpunkt neu laden. Ich weiß schon mal, wo ein, zwei Gegner so sind. Wie gesagt, die Markierungen sind schon alle da. Aber leider meint das OBS leider nicht gut mit mir, weswegen ich das hier mal jetzt nochmal anfangen darf. Ich muss erstmal eh noch eine Drohne losschicken, weil wir den einen Typen wieder finden müssen, weil der wird anscheinend nicht markiert. Oh, oh, oh. Der war nämlich da. Da. Ich weiß, wo der Forschungsleiter sich aufhält. Verstanden. Hol jetzt die Schlüsselkarte. Bin dabei. Aber er wurde nicht markiert. So. Hinten ist auf jeden Fall ein Mörser. Ja, es läuft gut. Sniper ich am besten alle weg, um keinen Alarm auszulösen, oder versuche ich irgendwo irgendwie reinzukommen, wie zum Beispiel da durch die Seite? Erstmal die wichtigen, der ist... Na, 200 ist glaube ich besser. Okay, der sollte vorkommen. Toll. Ah, jetzt. Interessant. Aber da sind wahrscheinlich noch mehr im Gebäude. Der da hinten ist auf dem Mörser. Schuss über 200 Meter, schön. Der könnte mich sehen. Der ist unten, ist halt die Frage, ob das so sinnvoll ist. Auf jeden Fall werde ich schon mal die Zielperson töten. Dass die mir nicht irgendwo rumläuft. Okay, das hätten wir. Können wir den irgendwie da noch weiter rauslocken? Okay, der kommt auch noch dahin. Ist natürlich unpassend, wenn er den hier sieht. Ich hoffe, er geht nach da hinten. Guck nach rechts, guck nach rechts, guck nach. Ich weiß, dass da einer ist, ich weiß, dass da einer ist, aber wo ist der andere? Da.
Eigentlich sollte der von dem nichts mitkriegen und der guckt weg, oder? Boom! Was für eine Abschussreihe, ey! Irgendwo da ist Kamera. Da. Da unten ist auch noch einer drin. Ach du Heiland. Den könnte ich halt noch holen von hier. Die Kamera überwacht auf jeden Fall das da. Okay. Das war dumm. Das ist keiner auf dem Balkonskrater, oder? Nee. Hotel Horizon. Wisst ihr was, ich schicke lieber nochmal eine Drohne los. Hinweis gefunden. Oh! Jetzt weiß ich, wie ich reinkommen kann. Nochmal ein Feind markiert. Noch eine Kamera. Alter, da hinten ist auch noch einer. Fuck. Huhuhu. So hätte ich vorne auch an allen vorbeikommen können. Krass. Wie viel Blut in einem menschlichen Körper? Hätte ich nie geglaubt. Verdammte Krämpfe.
Ja, einen können wir ja mal plündern. Okay. Über uns sind einige. Eine Wurfmesser, Rauchgranaten. Shit. Kameras draußen, das ist gut. Okay, in dem Flur ist auf jeden Fall einer. Stehen die jetzt beieinander? Ich habe was gehört. Oh, innen drin ist einer. Okay, die hätte mich auf jeden Fall gesehen. Eingang ist klar. Okay, das lief gut.
verdammtes Drecksloch aus. Ist da Blut auf dem Teppich? Scheiße, warum die ganze Zeit immer ich? Was ist das für ein Geruch? Die sind gerade alle auf einer anderen Etage. Ich habe das Gefühl, ich bin noch eine zu niedrig. Shit, bin ich. Kann die Kamera mich jetzt noch erfassen? Ne, die ist grün, ne? Ich hab die Karte. Gute Arbeit. Der Serverraum ist in der Nähe der Lobby. Verstanden. Shit, Mann. Wohin ist er verschwunden? Ich da einfach mal normal durchgegangen. Bin drin. Gut. Stell eine Verbindung zum Server her und lade die Dateien herunter. Ich hab die Dateien, Lydia. Gute Arbeit, John. Verschwende keine Zeit mehr in dem Gebäude. Das ärgert mich nur ein bisschen. Es am Ende nicht hundertprozentig perfekt geschafft habe. Ich war so lange. Unentdeckt. Und dann die zwei Gegner da, ey. Okay, angelockte Feinde, Sniper-Präzision, längster Schuss, Tötung. War doch ganz okay. Die Daten haben die gefährdeten Plätze gezeigt. Das von dir infiltrierte Antennenfeld zeigte den Separatisten Satellitenbilder und einen Live-Feed der Bewegungen der Lions. Kann die bestehende Technik fürs Einspeisen von Fehlinformationen und Bewegungen dienen? Weiß nicht. Könnte zu gefährlich sein. Aber du hast Koba extrem geholfen. Und wir Georgier vergessen nicht. Ich helfe gerne. Wir sind auf derselben Seite. Jo. Ärgerlich, ärgerlich trotzdem, wie es lief am Ende. Ah, da wollte ich einen Ticken zu schnell, glaube ich, was. Da wollte ich einen Ticken zu schnell dran. Ich habe auf jeden Fall neue Waffen. Wenn es einmal jetzt auch neu ausrüsten. So lange, also wir hatten schon alles, die Kameras von oben. Nehmen wir einfach diesen Weg zurückgegangen oder hätten die auseinandergelockt. Hätte das funktioniert. Mal das Bett benutzen. Reicht das aber nicht? Nee, ich muss tatsächlich. Kleinen Moment ratzen. Eigentlich egal, wo ich dran lege, von den dran, ich kann ja oben alles im Menü durchwechseln. Reparieren, ja. Die Garrett.
Das ist trotzdem deutlich besser. Ja komm, kaufe ich trotzdem mal, obwohl ich bei der bleibe. 6 und 12. Kann man kaufen, aber brauche ich nicht zu verwenden. Ich denke mal, die NATO-Visiere kann ich für mehrere Waffen verwenden. Wahrscheinlich. Ah. Und für die Waffe gibt es auch noch. Aber dass es nicht für die Waffen angezeigt wird, wo es noch nicht ist, das ist doch affig. Die Knight hatte ich, naja. Also statt Nachtsichtgerät nehme ich mal meine Wurfmesser mit. Kann ich eher gebrauchen. So, Werkbank brauche ich eigentlich nichts. Fliegende Funken wird unser nächstes Ziel sein. Man hört immer mehr über das neu erbaute Transportzentrum. Es ist bedeutend für die Strategie der Separatisten und erhöht ihren Wirkungsbereich. Es macht sie beweglicher und ermöglicht stärkere Angriffe. Informationen über die besondere Lieferung, die Sie erwarten? Nein, wir hören nur, dass sie entscheidend ist. Deshalb musst du den Hof infiltrieren und die Transportliste beschaffen. Wir müssen erfahren, was verschickt wird und von wem. Verdammt, ich hatte auf Feuerwerk gehofft. Nun, den Informationen zufolge lagern die Separatisten in den Tankwagen vor Ort Treibstoff. Genug, um den ganzen Bahnhof hochzujagen. Das könnte man als Feuerwerk bezeichnen. Ich gebe mein Bestes, Ende. Okay, Skills kann ich ja mal gucken. 2, 2, aber ich brauche 4 für. So, da habe ich alle gelernt. Oh, ich habe außersehentlich drauf geklickt. Shit! Wollte doch das hier haben. Das hier kommt als nächstes bei Geist auf jeden Fall und Sniper. Mütze sind drin jetzt nicht. Kann ich mich da schon mal. Na guck mal, da kommen wir doch schon mal stärker in die Nähe. Aber ich würde auch sagen, dass das schon von dieser Folge war. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr eine Bewertung oder einen Kommentar gerne da lassen. Ansonsten abonniert mich, um mich weiterhin zu supporten. Für alle, die dies noch nicht getan haben. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.